dann. What the heck? Moin Leute, heute sprechen wir mit unserem Anführer Preston oder so, wie der heißt. Tut mir leid, ich kann ihn. Was brauchst du? Der hat vorhin mit mir geredet. Ich bin hier nach Sanctuary gereist, kurz. Und ich habe eigentlich nichts verpasst gerade. Ich habe nur kurz geschlafen, dass wieder hell ist. Und ja, jetzt reden wir mal kurz mit Preston. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt? Nun? Jetzt bin nur noch ich übrig. Auf nimmer Wiedersehen. Nicht aufgeben. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja, schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Was ist mit mir? Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Mr. Garvey hat recht, Sir. Wenn jemand die Leute einen kann, dann sie. Warum ist... Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Okay, ich mach's. Sehr gut, Sir. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung für das Commonwealth. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Okay. Ziemlich Beförderung. General? Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. General. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Was heißt so? Kurz mal schweigen. Hallo? Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe heute... Codsworth. ...vor. Ah, danke schön. Ich habe mir erst kurz Wasser gegeben. Dass wir heute unsere Base bauen, weil wir haben hier noch ein paar Aufgaben. Hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Was passiert? Was ist euch denn zugestoßen? Um es kurz zu machen, seit dem Angriff auf Quincy sind wir unterwegs. Wir waren mal mehr. Mein Sohn ist fort. Sein Name? Dein Sohn. Wie war sein Name? Kyle. Mein Sohn hieß Kyle. Aus ihm im Stich gelassen. Das ist schlimm. Das ist schrecklich. Eltern sollten ihr Kind nicht verlieren müssen. Nein, sollten sie nicht. Ich glaube nur, dass ich mehr hätte tun können. Nein. Naja. Danke nochmal. Brauchst du was? Okay, ciao. Preston, dich freue ich. Wo ist der Typ? Hi, Brau.
Prova, ich bin immer froh, wenn ich sehe, wie die Sonne wieder aufgeht. Dann. What the heck? Tilsil ist schon safe drin. Okay, Leute, so aus sich auch zum ersten Mal. Da ist bei euch ein kleiner Cut gerade, aber es ist nichts passiert. Hey, Sturges. Jawohl. Bist du bereit für etwas Arbeit? Was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Okay. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Okay, paar Betten brauchen wir. Ich will erstmal Cotswolf. Ja? Ich brauche kurz die Items. Komm mal her, come on. Bei Fuß. Warte, mein Hund wird. Aufgepasst. Kann ich zu dir handeln? Kurz alles mal gönnen. Okay. Hier tun wir mal alles rein tun. Freunde. Bläfrigendrüse. Brauchen nur ein. Zigaretten brauche ich auch nicht. Was bringt mir überhaupt Todeskrallenfleisch? Oder Haut? Knochen und Leder, okay. Und Vorkriegsgeld kriegen die auch nicht. Okay, let's go. Ich würde sagen, das ist meine Wohnung. Ich würde gerne so eine fertige haben. Ja, so eine. Da muss ich am wenigsten tun und mein Bett ist im Weg. Das geht dahin. Es ist schön groß und man muss am wenigsten was tun. So schön realistisch hier hinstellen. So, ich habe mir die Innenausstattung. Wie sieht es denn hier aus? Sieht sogar wunderschön aus. Dann geben wir uns hier kurz die Türen. Falls wir mal unsere Türen mal finden werden. Da, nee, hä? Leute, wo waren die Türen? Oh, da haben wir's, Türen. Oh, immer so etwas Buntes, würde ich mal sagen. Sieht doch mal farbenfroh aus. So ein wunderschönes Rot. So, gemacht, unser Bett graben hier rein und unser Bett geht hier hin, hinter der Treppe, ist am sichersten. Dann gebe ich hier noch kurz einen Zaun. Nein, ja, genau so. Was brauchen wir? Dass wir hier mal dicht machen, falls Monster kommen sollten, haben wir hier was. Und jetzt schauen wir mal kurz von Weitem. Sieht doch recht schön aus. Jetzt kommen wir zu unseren Siedlern. Wir haben mal diese Siedler. Das geht weg. Das kann weggehen. Das kann weg. Es ist ein Stuhl, wo man sich noch sitzen kann. Und das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Und das kommt wunderschön hier hin. Bam. Das ist alles jetzt überflüssig. Welches Jahrhundert ist das denn irgendwas? Mit 23. Jahrhundert oder so, oder? Wenn ich mir nicht irre. So, das können wir noch wieder benutzen. Bam, das können wir auch noch benutzen. Schöner aus, Mensch. Das können wir komplett wegschmeißen. Weg. Können wir noch benutzen.
Bam. So, das wird wieder alles überflüssig. Der steht selber flüssig. Wenn ich das noch nicht gesagt habe, Leute. Ich check das immer noch nicht, wie der hier reingekommen ist. Ein fünftes Weltwunder habe ich gehört. So, wie viele Einwohner haben wir? 5. Dann kommen auch hier angemessene 5 Betten. 1. 2. Das ist ein bisschen schief. So. Dann hier kommt noch eins. So. Bam. Das kann alles mal weg. Da passt noch ein Bett rein. Und wie viele Betten habe ich schon? 5, aber das ist einer für mich. Passt da echt kein zweites mehr rein? No. Dann ich auch nicht. Dann kommt hier noch ein Bett hin. Ein wunderschönes Bett. Ich hoffe, okay. Du findest deinen Sohn. Dankeschön. Ich hoffe es auch. So, dann suchen wir mal kurz wie das Dirt ist. Da bist du ja, Bro. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Okay, ich kümmere mich drum. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. Warum denkst du, wir seien Freunde? Was geht mit der Arbeiter? Mensch. Mensch. Okay, das ist zu viel Wasser auf eine für mich. So, da brauchen wir einfach so eine Pumpe. Schön, hier 1, hier 2, hier 3, hier 4. Sturges! Brava for life! Brava! Okay, da bist du. Sturges. Ja? Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen. Ja, ich lege los. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Okay, hier Zaun passt. So, hier passt. Auch Zaun. Auch und das hier. Auch. Das kann. Ja, das bleibt. Das geht alles hier hin. Was mit Melonen oder alles auf dem Boden zu pflanzen ist. Okay, bleib du wieder da, du bleibst da, okay. So, was ist das Stück? Müll. Okay, sieht doch mal schon schön aus, würde ich mal sagen, behaupten. Wir brauchen wieder mal kurz, so, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr versteht mich schon hoffentlich. Ja, das da, 1, dann wieder 2, dann wieder 3, wieder 4, wieder 5 und fertig. Dann Essen. Jeder Mensch braucht ja Essen, aber ich leider nicht. So, ich mach mal so eine Zweierreihe. Eine schöne Zweierreihe. So, Sturges. Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Sturges. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Leute, tut mir leid, dass es für euch vielleicht so langweilig ist. Aber, ja, das gehört auch mal zu Fallout dazu. Wird auch bei Fallout 76 der Fall sein, dass wir uns um so etwas kümmern müssen. Ja. Tut mir erstmal leid. Vielleicht ist es für euch echt zu langweilig. Dann werde ich mir was für die nächste Folge auf jeden Fall schon überlegen. Aber ich hoffe, es gefällt euch noch auf jeden Fall, dieses Projekt. Und ja, so, dann verstecken wir hier uns noch einen Teil.
und vor meine Hütte. So. Vor meine Hütte kann niemand mehr was tun. Schutz ist oft nicht da, oder? Genügend Schutz, jawohl, alles ist im grünen Bereich, wo es dort ist. Ja, Bro, brava! Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Zu Hause. Fühlt sich gut an. Okay, helf gerne. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Okay. Sanctuary wurde wieder schön aufgebaut. Sieht wieder mal aus wie eine Wohnung von uns. Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Tut mir leid, dass es echt zu vielleicht für euch zu langweilig ist. Aber ja, muss halt auch sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und haut rein, Leute, und ciao. Leute, ciao.